Es dreht sich letztendlich um die Erkenntnis, dass der einzige Weg in die Heilung, in die Heiligkeit, ich könnte auch in den Seelenfrieden, führt durch Einverstandensein. Das heißt, wenn ich mit allem einverstanden bin und mir schreiben jetzt dieses Ayin als nicht existierend, wenn ich nicht existierend bin, wenn ich ein, und ich habe das jetzt drunter dann, das Verstanden durchgestrichen, wenn ich einverstanden bin, dann bin ich das Ich Bin in der Esoterik. Und jetzt ist die große Schwierigkeit in der Selbstbeobachtung. Das bist du ja schon, wenn du ein Beobachter wirst, der sich und sein Wertesystem beobachtet, ohne sein eigenes Wertesystem zu werden. Du Geist musst dir irgendwann einmal bewusst machen, dass du zuerst einmal dein Wertesystem, deine Persönlichkeit, den Mensch, der du zu sein glaubst, ist ein Programm, dass du den durchschaust. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich erklären wollte. Ich habe das sichtbar angesprochen. Es ist elementar wichtig für deinen weiteren Fortgang, für das, was du in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt Zukunft nennst. Du kannst jetzt deine Zukunft prägen. Nur du. Es wird niemals ein Gedanke von dir können. Es ist also so, zeitaktuell haben wir zurzeit dieses Riesenspiel mit Fremdenfeindlichkeit. Und ich habe zigfach gesagt, in dem Moment beobachte, wie du auf Aussagen, die in dir auftauchen, auf diese Reizauslöser reagierst. Das heißt, wenn du eine rechte Einstellung hast, dann wird dir alles, was Linke behaupten, zuwider sein. Wenn du eine linke Einstellung hast, wird dir alles zuwider sein, was die Rechten sagen. Das heißt, es sind jetzt Berichte und du beobachtest einfach, wie du reagierst. Und jetzt ist das Verrückte, dass die eine wie die andere Seite hasst. Und ich sage immer, das Hass, wir können unser Doppel-S, ein griechisches, scharfes S machen, das Beta. Und dann heißt, du hast das, was du hast. Jetzt ist immer, ich sage bei unserer ersten großen Trinität, die rot geschriebene Liebe platzt auf in Lieben und Hassen. Wir sagen einfach, Lieben ist Plus. Ich liebe, ich will mich damit verbinden. Ganz abstrakte, einfache Arithmetik und Hassen ist von sich stoßen. Das heißt, Leben beginnt mit dem Hass Gottes. Er muss etwas von sich stoßen, sich vor sich hinstellen, was aber im Großen und Ganzen gar nicht, es ist ausgedacht und dann entsteht dieses angebliche innerhalb und außerhalb. Sichtbar gesagt, das ausgedachte Innen ist nicht das absolute Innen, aus dem das entspringt. Und jetzt ist es ganz interessant, dass du permanent Menschen nur dein eigenes Spiegelbild vorwirfst. Was meine ich damit? Nochmal, wenn du vor einen Spiegel lächelst, lächelt der Spiegel. Ich bin jetzt beim ganz normalen Spiegel, der gespiegelt wiedergibt. Wir haben ja dann nochmal unseren Kantenspiegel und unseren Eckspiegel mit drei Spiegeln. Das ist die normale Situation, wo du dich zurzeit befindest. Das wäre der klassische Spiegeltunnel. Das heißt, wenn ich lächle, habe ich Lächeln. Wenn ich heule, habe ich Heulen. Wenn ich drücke, drückt der dagegen, immer gespiegelt, wenn ich loslasse, lässt er los. So, ich sehe jetzt, ich bin meinetwegen links orientiert und ich sehe jetzt diesen Hass gegenüber Fremde, gegenüber Ausländer. Ist es nicht so, dass ich all die Menschen hasse, die Ausländer hassen? Das heißt, den Hass, den ich sehe, ist mein Spiegelbild. Jetzt, wenn ich aber hier ein Rechter bin, dann hasse ich die Linken. Und jeder argumentiert mit seiner Logik, dass er der Gute ist. Einer, der hasst, jetzt im Wort von hassen, von nicht haben wollen, einer, der irgendetwas nicht haben will, entheiligt sich selbst, weil Holo-Feeling heißt, das Gefühl, alles zu sein. Ich bin immer und ich bin all meine Gedankenwellen, egal an was ich denke. Und die Wellen, die Gedanken als Ding an sich, sämtliche Informationen, die jetzt erst einmal abstrakt, ich sage mal, in dir auftauchen, wo du jetzt sagst, da habe ich nichts damit zu tun, das nenne ich Reizauslöser, sind vollkommen wertfrei. Jetzt, wenn du, ich sage, über Jahre, Jahrzehnte Holo-Feeling studierst, ist eine elementare Aussage, die ich hier schon vor einem Vierteljahrhundert getätigt habe. Wenn du einen Film anschaust oder ein Buch liest, der Film als Ding an sich, diese ständig wechselnden Bilder auf dem Monitor oder auf der Leinwand im Kino, die sind einfach nur, ich sage jetzt nicht einmal, wo die herkommen, sie sind vollkommen ohne Qualitäten. Qualität entsteht durch das Wertesystem des Beobachters. Egal, was du beobachtest. Und durch diese Wertung und Interpretation erschaffst du jetzt über den Reizauslöser hinaus Informationen. Das passiert, wenn du eine Zeitung anschaust.
Es ist einfach nur ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Wenn du Fernsehen schaust, Nachrichten schaust, ist es nur eine geistlose, materiell ausgedachte, sinnlich wahrgenommene Information, die nur ist, weil du das ja träumst, VR-Brille, wo sich ständig die Bilder verändern. Beim Monitor flackern die Lämpchen, mehr ist es nicht. Und irgendwelche Geräusche, sinnlich wahrgenommene akustische Informationen. Und du reagierst jetzt, sobald du die Sprache verstehst, beziehungsweise die Zeichen deutest oder diese flackernden Lämpchen interpretierst. Ich sage nochmal, ihr Menschen hier außen zu leben, glaubt, das hast du in dem Moment, wo du dich zu einem selbst ausgedachten Affen machst. Äffst du im Maßsetzung deiner Erziehung, deines Schwamminhalts, äffst du jetzt nach und machst aus diesen Illusionen Vorstellungen. Die sind ganz subjektiv durch deinen Intellekt geprägt. Auch mit den Gefühlen von richtig und verkehrt. Und es geht nicht darum, dass du die Seiten wechselst, das haben wir so oft gehabt, sondern dass dir zuerst einmal dieses Prinzip bewusst wird. Genau. Dass es auch kein Vorher und kein Nachher gibt. Und es gibt in der Welt der Heiligkeit kein Richtig und Verkehr. Da gibt es zuerst einmal etwas Existierendes, das einfach nur da ist. Und jetzt legst du einen Riesenschwall von einseitigen Interpretationen drüber. Und darum ist es schön, die Gerechtigkeit, wenn ich immer wieder sage, ich mache dich Geist, der du uns jetzt ausdenkst. Alle. Die Diana, den Redo, den Udo und dich selbst als real sinnlich wahrgenommenen Trockennasenaffen, wenn du an deinen jetzigen Körper, an deine Person, an deine Projektionsmaske denkst. Dieser Geist muss sich komplett vervollkommnen. Das ist der Sinn des Lebens. Und es beginnt mit einer absoluten, absoluten, allumfassenden Liebe. Das ist dieses Ich bin in der Esoterik, wo die ganzen Esoteriker reden davon. Aber ohne in einen, die Figuren, was du jetzt zu beobachten hast, ohne das zu bewerten, in einen unheimlichen Schwall von Feindbildern. Früher habe ich immer gesagt, wieso meinst du, dass die diese Müsli-Scheiße fressen? Die ganzen Ökos, die Veganen, weil sie Feindbilder haben. Egal wie du das definierst, ich mache das ja, weil ich nicht will, dass Tiere gequält werden. Wer denkt sich das aus? Existieren diese Tiere, die gequält werden, eigentlich, wenn du sie nicht denkst? Es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, ist es nicht. Das heißt, die ganze Welt, die Politik, die Geschichte, alles, was du dir denkst, baut auf deinen Schwamminhalt auf. Ein so ein unendlich simples, kindgerechtes Beispiel, wo eigentlich jeder 13-Jährige, der diesen Gedankengang mitgeht, wenn ich das Schwammbeispiel erkläre, immer noch angepasst an die raumzeitliche materielle Basic-Logik, mit der dein Verstand zurzeit arbeitet. Dass es ein klares Zeichen ist, dass jetzt normal gesprochen nichts und niemand, den wir uns jetzt ausdenken, sich seinen Glauben und seine Meinung raussuchen konnte, aber meint, dass dieser Schwamminhalt, diese Programmierung seine eigene Meinung ist. Was ihm ja vollkommen logisch erscheint. Holofeeling, erhebt dich über alles an Philosophie, an Religion, mach dir einfach bewusst, wie viele Feindbilder du in dir trägst. Und dann sage ich jetzt nochmal, liebe deine Feinde, sorge dich nicht um morgen.